Als die Straßen leer waren und die Gassen freigeknüppelt wurden in der Nacht, flehten die Kanzleiratsstimmen aus den Ämtern, dass man einen neuen Anfang macht. Leider wurde die Gebrauchsanweisung nicht geliefert und was jetzt passiert, weiß man nicht, drum habe ich die Konsequenzen aus den Tatbeständen konstruiert. Gingen wir mal angenommen saufen, anstatt gegen Bild zu demonstrieren, könnte Vater wieder seinen Rauhaardackel abends am Verlagshaus Gassi führen. Wär das nicht ein eminenter Fortschritt auf dem Weg zum liberalen Staat? Liberal heißt hier, dass einer seine Meinung durchsetzt, weil er auch den Zaster hat. Für den Fall, dass jemand gegen solche Machenschaften ist, das kommt ja vor, lädt man ihn zum Tee zur Polizei und drückt ihm einen roten Stern ins linke Ohr. Wenn er dann noch laut, weil aus Verzweiflung schreit, enteignet Springer und zwar bald, schickt man ihn zur Besserung ins Baumschulviertel draußen im Neubieberstädter Wald. Da kann er dann mit Gesinnungsbrüdern Aggressionen abbauen, Ho Chi Minh. Tagelang im Sprechchor üben, Amseln fliegen unbeteiligt flötend drüber hin. In den Städten hinter den Gardinen lebt sich's wieder still und unbeschwert. Auch der ferne Lärm der Rotationsmaschinen klingt vertraulich und wird überhört. So, da habt ihr ihn, den neuen Anfang. Nur er ist ein totgeborenes Kind. Weil wir mit der Rolle, die ihr uns da zuteilt, ganz und gar nicht einverstanden sind.